Genau, was hast du noch für Schulungen? Ich gebe Schulungen auch in dem Bereich Perfektion zum Beispiel, wenn jetzt jemand die Basisschulung gemacht hat, kommt er dann zum Switch to New, nennt sich das bei mir. Wenn ich jetzt nur Gel beigebracht habe und er will gerne oder sie möchte gerne noch Acryl lernen, dann hast du eine Schulung von 2 Tagen, wo ich dir das neue System beibringe, von Gel auf Acryl. Und dann lernst du Acryl, weil es sollte immer so sein, dass man mindestens 2 Systeme im Studio anbieten kann. Ja. Das nennt sich dann Switch to New. Oder Perfektionstraining, wenn du eine Zeit lang gearbeitet hast an Kunden und viel modelliert und gefeilt hast und du immer noch nicht so zufrieden bist, das dauert eine Zeit lang. Dann kannst du ein Perfektionstraining machen. Wenn du das absolviert hast und du hast wirklich deine Fragen im Hinterkopf perfektioniert, ausgearbeitet mit mir zusammen, kannst du dann noch im Salon Success Training reinkommen. Da gehst du speziell auf French, Nagelbettverlängerung. Die Probleme, die derjenige noch hat. Genau, hat, gehst du individuell auf die Schüler ein, so gesehen, auf die Nail Designer. Und arbeitest das dann wieder individuell aus. Meine Schulungen sind auch momentan oder generell hier im Studio maximal begrenzt auf 4 Personen. Ja, mehr habe ich auch nicht gemacht. Sonst hast du keinen Überblick, ne? Oh, ich habe schon sehr viele Schulungen gegeben im Ausland. In Europa war ich überall tatsächlich. Und hatte ich habe mal was gesehen, da warst du, glaube ich, in Polen. Ne? Da war eine Kamera über dir und du hast dann irgendwelchen Leuten was vorgetragen. Das war ein Workshop für Nails Company tatsächlich. Oder in Warschau war ich, da habe ich für eine andere Firma Schulung gegeben. Da waren wir 10, 12 Schüler. Da musst du schon wie ein Roadrunner von einem Tisch zum anderen Tisch auf jeden Fall rennen. Ja. Aber es hat immer gut funktioniert. Ne? Also nachdem ich die Weltmeisterschaft gewonnen habe 2014, war ich in Europa wirklich überall. Ne? Italien, Italien, Polen, England, Tschechien. Ich kann gar nicht alles aufzählen, aber es waren schon sehr viele Länder. Also auch englischsprachig komplett unterwegs. Ne? Ja, genau. Jetzt kommen einige Projekte wieder auf mich zu. Ne? Nach der Corona-Zeit war natürlich für uns alle ein bisschen beschissen. Aber jetzt... Wie hast du das gemacht in Corona? Ja. Zugemacht? Du musst es ja zumachen. Ja, ne? Zumachen, das war ja so gesehen Pflicht. Da konntest du ja nichts anderes machen. Ja, irgendwie geschafft, ne? Über Wasser gehalten, definitiv. Und jetzt geht es halt wieder los mit Schulungen und so weiter. Ich habe die Zeit nach Corona genutzt und habe wieder Vollgas gegeben und das Salon, dieses Studio hier aufgebaut. Ja. Und seit 1,5 Jahren hier drin. 1,5 Jahre ist das schon her? Ich war bei der Eröffnung dabei. Ey. Richtig, 1,5 Jahre. Krass. April habe ich aufgemacht. Ja. Mai war die Neueröffnung. Letztes Jahr. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon so lange her ist. Wahnsinn, ne? Das geht zack, zack. Ja, und Meisterschaften natürlich, Training für Meisterschaften biete ich an oder verschiedene Formen. Different Shapes heißt die eine Schulung oder Extreme Different Shapes. Das heißt, Extreme heißt so viel wie sehr lange Nägel, Stiletto-Bereich oder russische Mandel oder Edge. Also da gibt es halt so viele Formen, die du halt ausarbeiten kannst in der richtigen Länge, also lang, lang, lang. Das biete ich halt noch an und das war's eigentlich schon. Ne? Also sind 5, 6 Schulungen, die ich anbiete. Das kann man online bei dir buchen, ne? Auf der Internetseite. Auf der Internetseite kann man das online buchen, definitiv. Oder halt einfach über Instagram, machen auch viele, über Facebook, schreiben die Leute mich gerne an, wenn ich die Schulungen plane. Ja. Okay. Das ist dann einmal im Monat wahrscheinlich, oder? So ungefähr. Ne, jetzt Sommerpause, jetzt nach der Sommerpause, September, Oktober wird es immer jeweils, denke ich, 1 Schulung, 2 Schulungen maximal geben, weil die Zeit für die Family, alles unter einem Dach kriegen, ne, gehört halt dazu. Ja. Krass. Du hast auch wahrscheinlich, wenn eine Kundin zu dir kommen will, bist du voll oder geht's noch? Also wenn die Tür noch einer zwischen. Wenn hier die Tür aufgeht und die Kundin kommt rein und fragt nach einem Termin für heute oder morgen, geht das nicht. Okay, was hast du für Vorlaufzeit? Vorlaufzeit, umso früher, umso besser. 2 bis 3 Wochen. Okay. Ja. In der Zeit ist schon davor ist schon alles voll. Man muss halt immer darauf achten, wenn man eine neue Kundin annimmt und die irgendwo zwischenquetscht, kommt es auch immer darauf an, bekommt sie denn jetzt einen Termin in 3 bis 4 Wochen und hat meine Stammkundin dann noch einen Platz für sich. Ja, genau. Ja, ja. Weil das ist natürlich erstmal wichtiger. Ne? Die Stammkundin
brauche ihren Termin in 3-4 Wochen. Und wenn dann eine neue Kundin dazwischen kommt, vor dem Sommer, vor Weihnachten. Vor Weihnachten. Keine neue Kundin, geht nicht. Das ist echt extrem. Weihnachten ist wahrscheinlich auch die Bude voll, ne? Ja, dass du die Nägel gemacht bekommst vor Weihnachten und Silvester. Und hast du jetzt schon Termine voll für Weihnachten, Silvester? Oder? Nee, ich fange jetzt an. Fang so langsam an. Lass keine Kundin vorher schon die Termine machen. Mhm. Ich fange jetzt im September an, die Kunden zu planen bis Ende des Jahres. Und damit ich das alles unter Kontrolle habe, weil ich habe ja noch andere Jobs, wo ich auswärts arbeite und für Maybelline, für genau, da wollte ich auch gerade drauf zu sprechen kommen. Genau, du bist auch viel unterwegs. Ne? Richtig. Wenn ich da für Fotoshootings oder Videoshootings, wenn ihr Nägel seht, zum Beispiel von Got2B, oder halt die Farben, die anbieten von Got2B, in der Werbung, dann habe ich vorher den Frauen, den Modellen die Nägel gemacht und dann gehen die erst ins Shooting. Ich wundere mich immer, warum das so schön bei denen aussieht. Was hast du dran? Ja. So einfach kann es sein. Schon die Frage erfüllt. Genau, du hast auch Man's Day, ne? Ja, den Only Man's Day habe ich vor 5 Jahren ungefähr ins Leben gerufen. Mhm. Ich hatte 1-2 Kunden für eine Maniküre, waren Kollegen natürlich, die habe ich zu mir rangezogen und habe gesagt, wir machen jetzt eine Maniküre. Deine Nägel sehen scheiße aus, wir machen jetzt eine Maniküre. Die sind ohne Scheiß, Chris, die sind von der Pike auf geleckt, sage ich jetzt mal, auf gut Deutsch gesagt, voll gepflegt von oben bis unten, aber dann guckst du auf die Fingernägel und denkst dir, die sind abgekaut. Ey, Jungs, die Frauen, wenn ihr ein Date habt, achten auf Fingernägel, Zähne, Schuhe und noch ein paar andere Dinge wahrscheinlich, aber die Fingernägel sind sehr wichtig. Das haben die sich zu Herzen genommen und dann habe ich halt einen Only Man's Day ins Leben gerufen, meistens freitags, weil freitags nach der Arbeit geht's los bei den Jungs oder bei den Männern, dass sie auf die Jagd gehen, sag ich jetzt mal. Auf die Jagd, genau. Oder sich mit Frauen treffen oder wie auch immer nach der Arbeit und dann fresh die Fingernägel haben fürs Wochenende. Und dann habe ich immer wieder mal freitags einen Only Man's Day ins Leben gerufen, damit mal die Männer sich eine Maniküre verpassen lassen. Da hatte ich sieben Männer am Tag, freitags. Geht es auch schon mit Farben los oder nur Maniküre? Nee, bisher geht es nur mit Maniküre. Mhm. Aber ich hatte auch jetzt schon jemanden, der Maniküre gekriegt hat und so gesehen ein Design, Shellac-Design so gesehen, mit Schwarz, Weiß und ein bisschen matt und so weiter. Und ja, es kommt ja immer mehr, ne? Ja. Ist ja so. Also alle möglichen Marken bringen jetzt was für Männer raus, Pflegeprodukte, was weiß ich nicht alles und es geht so langsam los. Das geht nicht langsam los, in Großstädten ist es schon voll integriert, sage ich jetzt mal. Hier auf dem Dorf. Auf dem Dorf. Also hier ist schon Großstadt so, aber eine kleine Großstadt. Sieht man auch schon immer wieder schwarz lackierte, matte Nägel oder so. Mhm. Ne? Oder passend zum Outfit. Jetzt zum Beispiel, habt ihr das gesehen? Sido hatte echt dunkelblaue Nägel im Interview. Ach Quatsch. Jetzt vor kurzem, vor nicht mal einer Woche im Fernsehen. Okay, krass. Wenn ich gesehen, ne? Krass. Ja gut, wenn die Celebrities das machen, dann kommen wir auch bald umschlagen. Ne? Habe ich gesehen und dachte mir so, ey cool. Du hast direkt einen anderen Blickfang und das Sido, einer der bekanntesten Rapper, eine Shellac-Maniküre oder nur Lack oder wie auch immer auf den Nägeln hat. Ne? Das ist natürlich cool. Ich finde das mega. Also wenn das passt zum Outfit, ist es immer ein Hingucker. Er ist ja meistens schwarz oder irgendwas Dunkles. Ne? Also richtig. Ein Mann wird, glaube ich, kaum French drauf machen. Wenn dann Fullcover. Aber ich finde es auf jeden Fall cool. Also. Ja, bei mir bei Instagram habe ich zum Beispiel auch ein Design auf den Nägeln. Mhm. Das hatte Anna Park. Ach, das warst du? Das war ich. Ah, okay. Ich habe es gesehen, aber ich dachte, das wäre ein Kunde von dir. Nee, nee. Okay. Bei Instagram, da habe ich auch die Nägel gemacht bekommen von Anna. Ah, cool. Ja. Wie lange hast du es drauf gehabt? Boah, bestimmt 1,5-2 Wochen oder so. Mit Shellac oder? Das war eine Maniküre, dann mit Shellac und so ein paar Striche und so weiter wurden gemacht, ein paar Punkte und das hatte ich so 1,5 Wochen, 2 Wochen. Nicht schlecht. Ja, eine Shellac-Maniküre oder nur Lack oder wie auch immer auf den Nägeln hat, ne? Das ist natürlich cool.
Ich finde das mega. Also wenn das passt zum Outfit, ist es immer ein Hingucker. Er ist ja meistens schwarz oder irgendwas Dunkles, ne? Also richtig. Ein Mann wird, glaube ich, kaum French drauf machen oder sowas. Ich glaube nicht. Wenn dann Fullcover, aber ich finde es auf jeden Fall cool. Also. Ja, bei mir bei Instagram habe ich zum Beispiel auch ein Design auf den Nägeln. Mhm. Das hatte Anna Park. Ach, das warst du? Das war ich. Ah, genau. Okay. Ich habe es gesehen, aber ich dachte, das wäre ein Kunde von dir. Nee, nee. Okay. Bei Instagram, da habe ich auch die Nägel gemacht bekommen von Anna. Ah, cool. Ja. Geil. Wie lange hast du es drauf gehabt? Boah, bestimmt anderthalb, zwei Wochen oder so. Mit Shellac oder? Das war eine Maniküre, dann mit Shellac und so ein paar Striche und so weiter wurden gemacht, ein paar Punkte und das hatte ich so anderthalb Wochen, zwei Wochen. Nicht schlecht. Ja.